Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video in Minecraft. Und zwar bin ich hier gerade in meiner wunderschönen Minecraft-Welt. Und ich bin hier gerade in der neuesten Snapshot und ich möchte jetzt so einen schönen Tunnel bauen wie da vorne. Dann bewege ich das Mausrad auf den 8. Inventarslot. Und jetzt sehen wir, hier ist ein Rahmen über mir. Und jetzt kann ich mich bewegen und erstelle so einen Tunnel. Ich kann hochspringen und kann dann in der Luft laufen. Das ist ganz lustig. Ich kann zurücklaufen und hier jetzt langlaufen. Problem ist nur, dass ich hier nicht weiterkomme und ich mir hier jetzt alles kaputt gemacht habe. Aber, naja, das hier sollte jetzt auch nicht so ein tolles Beispiel sein. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Tunnel erstellt. Hier können wir rein und hier können wir nicht hoch, aber jetzt. Und wir können erst jetzt hier oben rein. Okay, das ist jetzt kein so schöner Tunnel. Aber es geht ja hier um darum, wie das geht und wofür man das verwenden kann. Und zwar verwendet das neue Scoreboard-System, mit dem man abfragen kann, welcher Inventarslot ausgewählt ist. Und ja, hier habe ich einfach gesagt, überprüfe, ob der 8. Inventarslot ausgewählt ist. Und falls das der Fall ist, soll er halt da vorne den Rahmen, der sich dort befindet, zum Spieler klonen. Und ja, warum ich das gemacht habe, das ist ganz einfach. Wegen dem Paint, was ich gemacht habe, da war es ja so, dass man nur im Creative Mode den Pinsel abheben konnte. Und das würde ja jetzt auch gehen, indem wir einfach sagen, alle Spieler, die den 8. Inventarslot ausgewählt haben, dürfen malen und sonst nicht. Das ging ja vorher nur mit dem Test vor und dann hätte es nur im Singleplayer funktioniert. Jetzt funktioniert es auch im Multiplayer und jetzt können alle zusammen ein wunderschönes, großes Bild malen. Jo. Das wär's dann soweit mit diesem Video. Warte, ich möchte noch zeigen, wie das geht. Also, als erstes machen wir die Sounds leiser. So, von den Blöcken. Und hier sind insgesamt 9 Command-Blöcke mit diesen hier, welche überprüfen, welcher Inventarslot ausgewählt ist. Der hier überprüft, ob der letzte Inventarslot ausgewählt ist, also Selected Item Slot 8, und die anderen von 0 bis 7. Also hier zum Beispiel Selected Item Slot 5, Selected Item Slot 4 und so weiter. Hier haben wir die Struktur und hier ist ganz einfach ein Clone-Command drin, welcher dem Spieler ausführen lässt, falls er den Score Slot 8 auf Minimum 1 hat, diese Struktur zu sich zu klonen. Ja, ich könnte hier also jetzt auch einfach die Strukturen ein bisschen ändern. So soll jetzt mein Tunnel aussehen. Dann kann ich einfach sagen, Selected Item Slot 8, kann hier lang rennen. Und dann haben wir das als unseren wunderschönen Tunnel. Jo, ich werde also auf jeden Fall Paint updaten. Und wenn das Update für Paint fertig ist, werde ich natürlich nochmal ein Video dazu machen, das Ganze auch nochmal hochladen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht ist das ja das geupdatete Paint. Bis dahin und tschüss.